Willkommen zu diesem Kapitel, in dem es um das Suchen und Finden von OER geht. Bei diesem Thema empfehle ich Ihnen, sehen Sie Ihren eigenen Lernfortschritt als Prozess. Zu Beginn werden Sie mit Hilfe unserer Ausführungen einen ersten Überblick bekommen. Wenn Sie Ihr Wissen dann anwenden, werden sich neue Fragen und auch neue Aha-Momente ergeben. Und mit der Zeit werden Sie immer mehr Sicherheit und Routinen entwickeln. Sie werden Quellen und Anlaufstellen kennenlernen, Sie werden Ihre eigenen Bewertungsmuster entwickeln und nach Ihre OER-Expertise ausbauen. In einem späteren Kapitel werden wir Ihnen zahlreiche weitere Anlaufstellen für die Suche nach OER vorstellen, mit denen Sie tiefer ins Thema einsteigen können. Dieses Kapitel jetzt ist wie folgt aufgebaut. Als erstes widmen wir uns der Frage, wo man überhaupt OER im Internet finden kann. Danach geht es um die Frage, wie man die Qualität bzw. die Eignung der Fundstücke prüft. Und schließlich geben wir Ihnen Tipps, wie Sie gefundene Materialien aufbewahren und wiederfinden können. Eine Vorbemerkung habe ich noch. Aus meinen Erfahrungen in Workshops weiß ich, dass viele Menschen sich wünschen, dass es einen zentralen Ort im Internet gäbe, über den alle Materialien sauber sortiert auffindbar wären. Und nun gibt es zwar Projekte, die dieses Ziel verfolgen, und diese Projekte werden wir Ihnen auch gleich vorstellen, aber ich möchte Sie auch einladen, sich die Vorteile des vermeintlichen Wildwuchses bewusst zu machen. Das Internet ist gerade deswegen ein Ort, an dem viele und vielfältige Dinge in schneller Zeit entstanden sind und weiter entstehen werden, weil die Akteure sich nicht an den Vorgaben einer Zentrale anpassen müssen. Nur durch diese Vielfalt ist es möglich, dass Sie online zum Beispiel sorgfältig ausgearbeitete OER-Materialien der Bundeszentrale für politische Bildung genauso finden können wie die kreativen Arbeitsblätter einer Kollegin, die möglicherweise an einer Schule am anderen Ende der Welt unterrichtet. Und Sie selbst können ebenfalls dazu beitragen, aber dazu mehr im nächsten Kapitel. Los geht's!